Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti, back in the gym und heute sprechen wir, dafür bräuchte ich das Gym gar nicht, vor allem über ein Thema, zu dem ich schon Dutzende von Fragen bekommen habe. Eine der besten Videoserien auf diesem Kanal hat sich so zumindest entpuppt. Es ist die Trainingsplan-Serie, wo ihr einen Zweier-Split, Dreier-Split, Vierer-Split und es geht sogar bis zum Fünfer-Split hoch mal von mir demonstriert bekommt, wie man sich dort einen optimalen Trainingsplan macht. Falls ihr die verpasst habt, schaut einfach mal nach. Ist eine super Serie. Aber da gibt es gerade zum Zweier-Split immer wieder eine Frage, die auch generell bei YouTube oft besprochen wird. Der Zweier-Split, der ja ein YouTuber-Split ist und den ich euch nicht unbedingt empfehle, wenn ihr nicht gerade in den ersten, sagen wir, 3 bis 6 Monaten eures Trainings seid, dann würde ich eigentlich immer zu einem anderen raten. Aber wenn ihr den unbedingt machen wollt und damit einhergehend auch zweimal die Woche den Muskel belasten, dann kommt es zu einem Zweier-Split. Besser bekannt unter Push-Pull oder Oberkörper, Unterkörper. Und heute geht es darum, welche dieser beiden Varianten die bessere sein wird für euch. Also die grundsätzliche Frage, welcher von diesen beiden ist der bessere Zweier-Split? Und da erstmal das Nebengleis betreten, gibt es überhaupt noch andere Zweier-Splits? Natürlich könnt ihr letzten Endes splitten, wie ihr wollt. Aber diese beiden machen am meisten Sinn. Vor allem, weil sie A, die Muskeln recht gleich aufteilen, heißt also prozentual das, was ihr an Muskulatur im Körper habt, grob 50-50 verteilen, ganz grob. Oder weil sie das eben sinnvoll machen, wie beim Push-Pull, dass man da auch irgendwo die Muskeln genau in der Hälfte teilt und da dann ein ganzes System da drin hat. Ihr könnt natürlich auch sagen, ihr macht Arme und Schultern am einen Tag und Beine, Brust und Rücken am anderen. Aber da hört ihr bereits schon, da muss wahrscheinlich jeder von euch grinsen, das ist eine ziemlich bekloppte Aufteilung. Außerdem muss es natürlich auch so sein, dass die sich nicht im Wege sind. Heißt, wenn ich Schultern an dem einen Tag trainiere und am nächsten Tag Brust, dann wird das recht schwer, weil die Schultern schon vorbelastet sind für die Brust. Deswegen machen die beiden Sinn. Welcher von den beiden ist denn jetzt der bessere? Folgende Gedanken dazu. Grundsätzlich kann ich euch hier schon mal sagen, von dem Push-Pull halte ich, und deswegen komme ich jetzt direkt mal mit der Wahrheit raus, fuck, ich krieg Puls, halte ich relativ wenig. Warum? Push-Pull unterteilt die Muskulatur in zwei Teile, den einen drückenden Teil bei allen Muskulaturen und natürlich einen ziehenden Teil. Heißt, wir haben auf der einen Seite bei den Ziehen Rücken, Bizeps ist auch mehr eine Zugbewegung und auch hintere Bein, also Bein-Bizeps. Und dann auf der anderen Seite eben die Antagonisten, Brust, Trizeps und eben der Quadrizeps. Aber hier kommen wir auch schon zum größten Problem. Die Beine. Den Quadrizeps eindeutig von dem Bein-Bizeps zu trennen, bedeutet nur isoliertes Training zu machen. Und da funktionieren die Beine anders als die Arme. Die kann man nämlich nicht so genau trennen, wenn man Grundübungen macht. Heißt, wenn ich gerade die Übungen, die ihr am meisten verfolgt beim Beintraining, Kniebeugen, Ausfallschritte, Beinpresse, all diese Übungen gehen auf beide Teile. Teilweise bei dem einen mehr auf den einen als auf den anderen. Bei mir zum Beispiel geht all das, all die Grundübungen, kaum auf den Quadrizeps. Der ist dafür zu ausgeprägt. Während es mein Beinbizeps eben nicht der Fall ist. Und deswegen brennt mir der Hintern ab und auch der Beinbizeps bei all diesen Übungen. Heißt, ich könnte die nie mit einbauen, weil sie dann ja den anderen Tag blockieren. Wenn ich also einmal beim Push-Tag eine Grundübung reinbringe, kann ich am Pull-Tag ja weder den Quadrizeps, weil der schon vorermüdet ist, noch den Beinbizeps wieder trainieren. Also eigentlich habe ich dann das ganze Beintraining nur an einem Tag. Und weil man das nicht so sauber trennen kann, macht es hier relativ wenig Sinn. Und das ist auch schon der größte Nachteil davon. Und dann haben wir den Oberkörper, Unterkörper. Der bleibt übrig und den würde ich tatsächlich auch präferieren. Er schneidet euren Körper einmal in zwei Hälften und an einem einen trainiert den Unterkörper, an dem anderen den Oberkörper. Hier gibt es folgende kleine Nachteile zu bedenken. Kleine. Kleiner als die anderen, deswegen würde ich immer noch präferieren, aber zu bedenken. Zum einen, ja, die Beine sind der größte Muskelberg, den ihr am Körper habt. Aber insgesamt gibt es mehr Muskulaturen und vor allem mehr Funktionen, heißt also, ihr braucht tendenziell mehr Übungen im Oberkörper als nur für den Unterkörper, wenn wir das schon so unterteilen. Klar, wenn man die Beine gegen den Rücken stellt, dann sind die Beine gerade noch ein wenig massiger und brauchen wahrscheinlich ein bisschen mehr Energie, um diese zu trainieren. Gerade noch bei der Brust sowieso und bei allen anderen auch. Aber dennoch ist es hier eine recht ungleiche Verteilung eben.
sagen wir mal so eine 60-40, wenn nicht gar sogar noch mehr. Aber vor allem die Komplexität, weil wir eben durch die Extremitäten, durch die Arme, Unterarme, durch den Nacken, der Rücken alleine ist der Muskel, der somit am meisten Übungen benötigt, um ihn von allen Winkeln zu trainieren. Alleine das ist ein Ungleichgewicht, ein relativ großes. Vom Energievolumen kommt es ungefähr hin, denn die Beine, die fressen natürlich ordentlich, weil wir damit auch viel Gewicht bewegen können. Aber der große Vorteil ist eben, dass ihr ganz sauber alles am Beintag machen könnt und auch nur die Beine trainiert und dann eben den Oberkörper. Der andere Nachteil ist es, das habe ich auch schon zum Teil angesprochen wegen der Komplexität, ist es, dass ihr sowas wie Brust und Rücken an einem Tag trainieren müsst. Der andere Nachteil ist es, dass ihr eben gerade beim Oberkörper und Bodybuilder, ja, da ist es ein wenig oberkörperlastig. Das wird zwar auch manchmal zum Verhängnis, weil dann viele Leute da eben dann so ein bisschen drauf pochen, der trainiert hier nicht richtig die Beine. Dennoch sind eben so viele Details eines austrainierten Körpers am Oberkörper und haften daran. Und gerade den ein wenig vernachlässigen zu müssen, weil man eben alles zusammen trainieren muss. Die Schultern, den Bizeps, Trizeps, Rücken von allen Seiten und auch noch die Brust. Gerade auch zwei große Muskulaturen, die sehr viel von der Optik ausmachen, wie Brust und Rücken in einer Einheit. Das würde Leute wie mich immer wahnsinnig stören und deswegen könnte ich niemals den ganzen Oberkörper an einem Tag trainieren. Grundsätzlich ist ein Zweiersplit schon nicht für diejenigen zu empfehlen, die schon ein wenig massiger geworden sind und fortgeschritten, denn da wird es einfach zu komplex und da würdet ihr mit dem ganzen Oberkörper, den ihr zerstört, natürlich euch einiges an Schaden zufügen, beziehungsweise könnt es nie so richtig machen. Das andere ist natürlich, dass ihr auch dadurch nicht so richtig ein Prioritätstraining reinbringen könnt, also Brust, Rücken, Bizeps, Trizeps. Ihr müsst euch entscheiden, was ihr zuerst davon nehmt, habt für den anderen nicht mehr so viel Energie. Die Beine könnt ihr vollwertig trainieren, den Oberkörper leider nicht. Das ist zu bedenken, wenn ihr euch entscheidet. Ich würde euch ans Herz legen, wenn schon ein Zweier-Split, den ich euch schon nicht ans Herz legen würde, aber wenn, dann macht den Oberkörper Unterkörper. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ein paar Einsichten gebracht. Ansonsten schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Ich bin mal gespannt, mit was ihr bessere Erfahrungen damit gemacht habt und wie ihr diese Probleme umgeht. Schreibt es in die Kommentare. Hat es euch gefallen und wollt ihr mehr dazu sehen? Daumen hoch. Ansonsten schaut euch auch mal die anderen Videos hier auf dem Kanal an. Lohnt sich durchaus. Abonniert ihn, dann verpasst ihr auch in Zukunft nichts und dann bin ich raus. Bis bald, euer Gotti.